Ja, hallo liebe Leute, neue Woche, neues Glück. Sie labert wieder. Was ich sagen wollte, Aszendentenherausforderung, Bergfried der geschliffenen Klingen. Hätten die nicht einen längeren Namen nehmen können? Boah, der ist ganz schön lang. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es da mehrere Varianten gibt. Ich gucke jetzt einfach mal. Das ist blinde Quell, den mache ich auch. Da, die Aszendentenherausforderung. Die muss ich auf jeden Fall mitnehmen, weil wäre ja blöd, wenn man das nicht macht. Dunkle Kloster. Ich nehme sie mal an. Der Brief gefertigt. Möge es dir dienen. Artoland. Ich glaube, den habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Dunkle Kloster. 540. Geil. Aber ich will jetzt erstmal... Entschuldigung. Schleim auf der Lunge. Manchmal habe ich das. COPD. Also ich weiß... Oh, ich habe jetzt diesen... Ich muss mal eben meinen Sparrow wechseln. Ich nehme wieder den coolen. Ja, ich weiß, dass das ziemlich weit weg ist. Oben auf der Spitze. Das eine Tor. Wenn es denn da ist... Es kann auch woanders sein. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt, ey, ob ich Glück habe und es gleich das erste ist. Oder wie immer, dass es bei mir das letzte ist. Und es ist egal, wo ich anfange. Bei mir ist es immer das letzte. Also es ist schon... Naja, schauen wir mal. Ganz oben auf so einer Spitze von so einem Turm. Ach, halt die Fresse. Aha, hier kann man durch. Das wusste ich. So. Dann musste ich... Da lang. Ich glaube, ich muss mich immer links halten. So viel ich weiß. Oder hier halt geradeaus, weil du ja gar nicht links oder rechts kannst. Da sind ja, ne, Türen. Da ist auch eine Tür. Also hier nur geradeaus. Und ich muss irgendwo auf den Turm hoch, das weiß ich. Ich muss, glaube ich, hier lang. Und irgendwo... Jo, hier muss ich lang. Ich hoffe, ich bin richtig, ey. Aber... Jo. Ich bin richtig. Hier kommt das nächste Tor. Jawohl. Das war schon mal gut. So, jetzt muss ich hier. Wo muss ich? Ich glaube nach da. Genau. Da ist der Fahrstuhl. Hier muss ich nach oben. Ja, bisher bin ich richtig. Also habe ich ja doch ein ganz gutes Gedächtnis, was das anbelangt. Ach so. Oh, Gegner. Hey.
Mei. Oh oh. Und da oben auf dem Turm, da müsste eigentlich das Tor sein. Das, also wenn es da ist. Das ist jetzt nicht gesagt, dass das bei mir da ist. Kann natürlich sein, dass woanders ist. Oh. Treffen sollte ich auch. Wo ist denn? Da oben sind auch noch welche. Mal gucken. Ich bin ja mal gespannt, ob das Tor da bei mir da ist. Ich bin mir nicht sicher. So, erstmal mache ich die kaputt. Ey. So. Woll. Ja, wenn, dann ist das da oben. Ich bin ja mal gespannt. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Trank. Wenn ich Glück habe. Ich habe Glück, es ist hier. Ja, und wenn dann das Tor auch bei euch da oben erscheint, dann geht ihr hier nach rechts rüber. Hier erscheinen dann Plattformen. Und da müssen wir rüber. Und zwar müssen wir ja nach da oben hoch. Das machen wir dann jetzt mal. Ich habe das ja gestern schon gemacht. Ich zeige euch das heute nur noch mal. Oder ich zeige euch das nur in diesem Video noch mal. Ich habe extra noch mal eine Laubtinktur genommen, so eine Königin-Laubtinktur, um euch das doch noch mal zu zeigen, denn ich habe leider vergessen, den Kampf aufzunehmen. Und ich wollte euch eigentlich den Kampf auch zeigen, um euch darzulegen, wie einfach das im Grunde genommen ist. Weil es ist nicht schwer. Ihr müsst nur in der Mitte rüber. Hier gibt es mehrere Wege. Ihr müsst gucken, welchen Weg ihr nehmt. Ich nehme diesen hier. Hier ist eine Plattform, die sich dreht. Die ist auch nicht immer da. So, eigentlich wollte ich darüber. Aber ich kann das auch von hier machen. Ich mache die erstmal weg. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man hier keine hat, die auf irgendwie, so wie jetzt zum Beispiel, die schießt, die blöde Kuh. Darf sie ja auch, die darf sich ja wehren. So, jetzt habe ich die schon mal erledigt. Jetzt muss ich nur noch den Rest erledigen, damit in der Mitte dieser Schutz um dieses Schwert weggeht. So, dann machen wir den Rest auch noch weg. Damit wir freie Bahn haben. So, jetzt haben wir freie Bahn. Wir können uns jetzt das Schwert nehmen. Und zwar sollte man, wenn man sich das Schwert genommen hat, dann wird erst ein Ritter aktiv und drumherum spawnen auch noch Gegner. Also man sollte versuchen, mit dem Schwert vielleicht den einen Ritter runterzukloppen, wenn man das hinkriegt, dass die Gegner nicht so doll auf einen schießen, dass man sterben würde. Ansonsten sollte man erstmal mit dem Schwert Gegner im Umfeld kaputt machen. Man hat genug Munition auf dem Schwert, ich zeige euch das mal. Ihr habt gesehen, das sind 600. Jetzt wird ein Ritter aktiv. Da gehe ich gleich drauf. Jetzt sollte ich natürlich aufpassen. Und zwar sollte ich mich nicht kaputt machen lassen. Ich verstecke mich mal ganz kurz, damit ich jetzt nicht drauf gehe. So. Dann mache ich noch mal ein paar von denen kaputt. Auf jeden Fall die hier wegmachen. Denn der ist ja doch lästig. Wobei die eigentlich alle lästig sind, aber... So, hier haben wir jetzt einen Ritter.
den werde ich jetzt mal kaputt machen. So, das haben wir geschafft. Jetzt aufpassen, man sollte nicht sterben, weil sonst muss man diesen ganzen Tohuwabohu noch mal von vorne machen, was ja auch doof ist. So, jetzt habe ich einige Gegner beseitigt. Jetzt gehe ich hier wieder runter, mache noch hier die Gegner weg, damit mir hier nichts passieren kann. Dann noch den Ritter. So, das müssten alle gewesen sein. Jawohl. Das waren jetzt alle Ritter. Ihr seht jetzt hier diese Kugel, die zeigt dahin, wo ich hin soll. Dann gehen wir darüber. Und jetzt erscheinen noch andere Gegner. Die sollte ich auf jeden Fall erstmal wegbashen, weil es kann sein, wenn ihr rüberspringt, dass die euch runterschubsen. Und das wäre nicht so nice, weil wenn die euch runterschubsen, Leute, müsst ihr alles nochmal von vorne machen. Und deswegen schalte ich die jetzt erst aus, damit mir da nichts passiert. Und ihr seht auch diesen Stein, der hier immer, ja, ich sag mal, drumherum fliegt. Auf den sollte man auch aufpassen. Nicht, dass der einen runterschubst. Da waren die Steine wieder, habt ihr sie gesehen? Da müsst ihr drauf aufpassen und auch auf die Dinger, die hier wieder weggehen. So, den haben wir auch. Da ist noch einer. Den packen wir uns auch. Jetzt gucke ich, wo die Steine sind. Okay, die sind da hinten. Oh, da habe ich fast Pech gehabt. Habt ihr gesehen? Da war ein Stein, der mich auf jeden Fall runterkloppen wollte. So, hier würde jetzt die Kiste erscheinen. Hier mache ich einen Schnitt. Ja, ich habe es letztendlich doch geschafft. Leider habe ich es mal eben versäumt, den letzten Kampf aufzunehmen. Ich hoffe, ihr seht mir danach. Aber ich habe es geschafft. Ich gucke einfach mal rein. Naja, halt nichts Tolles. Was habe ich auch zu erwarten. Aber ansonsten... ja, war ein nicer Fight. Und man muss mit dem Schwert erstmal die anderen Gegner so ein bisschen zur Seite machen, bevor man die Ritter kaputt macht. Das ist am besten. Also den ersten Ritter kann man eigentlich fast gleich kaputt umhauen, so. Ein oder zwei Schläge, je nachdem. Und dann haut man erstmal die anderen drumherum kaputt. Dann widmet man sich wieder dem anderen Ritter. Dann haut man wieder ein paar andere kaputt, dann dem anderen Ritter, und dann ist das auch schon geschehen. Das ist echt keine Sache. Ich habe das eben gemacht und ich hatte mich vorher nur auf die Ritter konzentriert. Das ist doof. Wenn man die kleinen Gegner kaputt macht, dann geht das, weil, ey, wenn du die Waffe hast, ich kann die mal nehmen. Dann, jetzt habe ich nur noch 318, 317, ach, zählt runter. Ich hatte vorhin über 500. Und wenn du da über 500 an Muni hast, dann kriegst du die auch locker kaputt gehauen. Ja, das war's eigentlich mit dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Herausforderung. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft mich gerne abonnieren. Ich freue mich und ich würde sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Folgen. Bis dahin, euer Dieter. Ciao.